Letztes Mal in Transport Fever 2. Inka mit Fleisch zu beliefern. Naja, mal gucken. Aber ich denke, das wäre gar keine so blöde Idee, das auch schon relativ zeitnah anzugehen. Und nun zurück in die Firma. Aufgrund deiner unermüdlichen Arbeit hält endlich der Fortschritt auf der Insel Einzug. Die Urlaubsreifen reisen immer zahlreicher an. Die bodenständigen Pensionen und putzigen Finkas reichen längst nicht mehr aus, um alle Gäste zu beherbergen. Moderne Unterkünfte für die Massen sind gefragt. Die Erfahrung zeigt, auch in der Fremde bleiben Landsleute zumeist gerne unter ihresgleichen. Deshalb sollen unterschiedliche Hotelkomplexe entstehen, eigens ausgerichtet auf die ganz spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Gäste. Gut, das bedeutet, wir müssen jetzt, nachdem wir erfolgreich die Kraftstoffversorgung sichergestellt haben, die drei Baustellen beliefern. Und damit werden wir auch gleich beginnen. Aus der Schweiz erwarten, dass alles so präzise läuft wie ein Uhrwerk aus dem Jura. Damit das gelingt, sind besondere Werkzeuge vonnöten. Gut, einmal brauchen wir Werkzeuge. Menschen aus Österreich werden zuweilen destruktive Tendenzen zugeschrieben. Ob das nun stimmt oder nicht, es lohnt sich, besonders solide Stahlkonstruktionen zu fertigen, um gegen allfällige Attacken gewappnet zu sein. Okay, Stahl, das könnte sich sogar automatisch ergeben, weil das ist hier im Einzugsbereich Vieh, Fleisch. Ja, das kommt per Zug. Treibstoffe allerdings dürfte genau auch Stahl transportieren können, wenn denn da die passenden Fahrzeuge drauf wären. Deswegen werden wir hier mal noch für die Linie gut, welches Depot ist jetzt eigentlich erstmal egal, aber na, nicht Inka, ich will das Depot haben. Und zwar für Stahl, dann setzen wir nochmal 4 Fahrzeuge zusätzlich auf die Linie Alkohol, Treibstoffe Inka. Insgesamt Treibstoffe Mallorca wäre das. Die müssen auf. Wir brauchen hier eine andere Linie. Naja, gut, dann müssen wir noch eine Linie einrichten. Aber an sich liefern wir das ja schon an. Das ist nicht das Problem. Das heißt, wir fahren einfach mit ein paar LKWs mit Stahl nach Inka. Okay, müssen wir da ins Depot, da warten die Fahrzeuge auf uns. Na, wo haben wir denn das Depot? Da haben wir es und das muss auf LKW Stahl Inka. Und was müsste hier geliefert werden? Die reinlichen Deutschen sollen sich auch im Urlaub wie zu Hause fühlen. Die Hotelausstattung muss deshalb aus Plastik gefertigt werden. So lässt sie sich leicht abwischen. Okay, Plastik. Könnten wir einfliegen, denn die Plastikfabrik befindet sich am Flughafen. Da müsste man eigentlich hier nur ein Güterterminal hinzufügen. Konstruktion gesperrt. Okay, also klappt das nicht? Ja gut, dann halt nicht. Dann werden wir das per Schiff machen. Dann schaffen wir es mit LKWs zum Hafen. Wobei, wie weit ist denn die Strecke? Na, die ist nicht so weit. Das können wir machen. Dann schaffen wir es mit LKWs zum Hafen, das Plastik. Und die passenden Schiffe müssten wir schon auf der Route haben. Das ist nicht das große Problem. Dann brauchen wir nur noch hier ein LKW-Terminal. Auch mit dem Hafen verbunden ist. Das sollte an der Stelle überhaupt kein Problem sein.
Natürlich brauchen wir dann auch eine Straße. Ups. Ja, ich wollte schon sagen, wir hätten noch eine Straße durchkriegen. Und zwar möglichst von hier nach hier unten. Schöne geschwungene Straße. Gibt uns auf jeden Fall genug Platz. Entsprechende Schiffe müssten wir, wie gesagt, haben. Müssen wir mal schauen. Das Schubboot müsste in der Lage sein, das entsprechend zu transportieren. Genau, die können Plastik. Das heißt, wir brauchen im Prinzip nur eine Linie von... Es ist verdeckt. Hier oben. Nach hier unten. Und das wird die LKW-Linie... Plastik zum Festlandhafen. Da können wir gleich ein paar Fahrzeuge drauf packen. Wo haben wir das nächste Depot? Das ist eine gute Frage. Gar nicht. Ja gut, dann stellen wir uns am besten auch gleich hier unten noch ein Depot mit hin. Wenn wir einmal anfangen auszubauen. Da brauchen wir passende LKWs, was wir da schon hätten, oder den mit mehr Kapazität. Dann nehmen wir mal 8 Stück davon und bringen das auf LKW Plastik Festlandhafen. Zum Produzieren der Plastik brauchen wir nichts weiter, wenn ich das richtig gesehen habe. Das habe ich richtig gesehen. Okay, Werkzeuge kriegen wir hier drüben. Das ist dasselbe Spiel. Dann müssten wir aber vielleicht die Werkzeuge auch per Schiffe anliefern. Da können wir die Schiffe dann doch mal auch mit verdoppeln. Die normalen Frachtschiffe, weil die für Treibstoff habe ich schon verdoppelt. Und deshalb könnte man per Bahn machen, wenn wir hier schon kein Güterterminal mit ranpacken können. Und da bauen wir uns hier mal einen Bahnhof hin. Achso, nee, nicht hoch und runter. Genau, hier einen Güterbahnhof hin. Und dann gucken wir mal, dass wir hier vernünftig eine Bahnlinie in Richtung Hafen ziehen können. Brauchen wir auf jeden Fall erstmal noch einen zweiten Bahnhof hier unten. Kann man eigentlich auch hier so eine Terminalstation bauen. So ist der Hafen auch mit drin und wir haben noch genug Platz, im Zweifel später mal auszubauen. Ich muss sagen, bei der Länge von der Strecke würde es fast schon Sinn ergeben, 2 Züge einzusetzen. So, schauen wir mal, wo ist hier der Snapping-Punkt? Da. Wie sieht's denn aus? Kommen wir hier schön ran? Ja, das sieht ganz gut aus. Das wirkt recht vernünftig. Und dann können wir hier noch ein zweites Gleis rausziehen. Da sollten wir vielleicht auch verhältnismäßig schnelle Fahrzeuge einsetzen und müssten dafür aber dann quasi elektrifizieren. Ja, da müssen wir uns mal überlegen, ob das Sinn ergibt, ob wir das wirklich machen wollen. Aber erstmal brauchen wir Signale. Einmal hier und dann noch ein paar auf der Strecke. Noch nicht zu viele. Also ein paar Blöcke sind da vielleicht gar nicht schlecht. Gut, okay, einmal noch hier für die Einfahrt. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Depot. Das können wir im Prinzip hier mit reinschleusen. Schließen wir hier einfach an. Das passt dann schon soweit und vielleicht noch ein Einfahrsignal auch dafür. Und dann brauchen wir eine Linie, die hier oben Werkzeuge holt
und hier unten abliefert. Das ist eine Güterzuglinie, Werkzeuge zum Festlandhafen. Einen Zug einsetzen und die Schiffe müssten dann den Rest erledigen und dann braucht man auf den entsprechenden Linien auf Mallorca noch, wie sieht es denn eigentlich aus, haben wir was Neues mit, ja, die Norheb könnte man auch nehmen, die ist ja auch Diesel, dann nehmen wir davon mal eine und Cargo, die hier können Werkzeuge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mal 2 das Ganze und ab auf die Linie Werkzeuge Festlandhafen. Dann fährt hier unser nächster Güterzug los. Da kommt er rum. Können wir mal ein bisschen beschleunigen das Ganze. Schön. Haben wir wieder was in Betrieb genommen. Hoffentlich wirft das auch alles irgendwann mal ein bisschen Gewinn ab. So. Gut. Das heißt, hier kommt dann auf jeden Fall noch einiges an Material hinzu. Sprich Plastik und... Was ist denn hier eigentlich? Transportieren die irgendwas? Sieht bis jetzt nicht so aus. Warum nicht? Kein Versand. Haben wir hier keine oder zu wenig Schiffe, die Plastik können? Glaube ich eigentlich jetzt auch nicht. Können die Fahrzeuge Plastik? Müssten sie eigentlich, oder? Ja, also die Fahrzeuge können Plastik. Wie sieht es denn da bei den Schiffen aus? Das haben wir doch kontrolliert, oder? Ja, die können auch Plastik. Aber wahrscheinlich... Weil die Linie noch nicht steht hier. Wir müssen hier auf jeden Fall ausbauen. Das geht hier so an der Stelle nicht weiter. Güter. Noch ein Terminal. Und dann machen wir das vielleicht ein bisschen länger. Um hier dann jeweils... fahren wir vielleicht hier rein. Und können wir hier gegebenenfalls wieder noch eine Ausfahrt bauen? Ja, können wir. Dann müssen wir mal gucken, wie die Linien da jetzt verlaufen. Immer noch so. Das ist erstmal halbwegs okay. Wir brauchen aber dann hier noch eine Einbahnstraßenzufahrt hier ran. Eine zweite. Hat sich jetzt irgendwas an den Linien geändert? Nein. Das ist auch okay fürs Erste. Und dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch eine Linie. Plastik hier hochliefert. Das hier ist LKW Plastik nach Palma. Ja. Plastik Palma, passt das noch? Habe ich jetzt was verändert? Nee. Weil mit WASD, wenn ich scrolle und dieses Fenster offen habe, geht automatisch die nächste Linie auf. Also der zappt dann durch. Weiß ich auch nicht, was der Quatsch soll. Muss ich mal in die Shortcuts reingucken, ob man das vielleicht ändern kann. So, jetzt ist aber die Zeit gekommen, dass ich mir hier unten noch ein Depot baue. Definitiv. So, da brauchen wir Fahrzeuge für Plastik. Ja, dann nehmen wir mal 4 davon und die gehen auf LKW Plastik Palma. Und dann müsste auch oben die Plastiklinie loslegen können. Gut, dann kriegen wir Plastik dahin geliefert. Werkzeuge müssen hier hinter. Dann brauchen wir auch nochmal so einen Drop-off-Point, aber nicht für Gleise, sondern für Straße. Dann machen wir einen separaten und können dann gegebenenfalls auch Waren hier noch mit anliefern. So, machen wir auch nochmal eine neue Linie. Auch von hier nach hier. Das ist dann die LKW-Linie Werkzeuge. Können wir Waren gleich mit eintragen. Nach... Ja, nach was denn eigentlich?
Werkzeuge waren nachs Arenal. Okay. Fahrzeuge. Da könnten wir mal 6 Stück einsetzen oder so. Die können das transportieren. Die können alles transportieren. Wunderbar. Dann setzen wir da mal 6 Stück ein. Werkzeuge waren Arenal. Ganz schön busy hier mittlerweile. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie die Linie hier überhaupt drin ist. Die Werkzeuglinie sollte an Palma West eigentlich am liebsten auf Terminal 1, genau. Und die Plastiklinie genauso, auch hier auf Terminal 1, damit sie nicht weiterhin zu voll wird. Und dann müsste eigentlich so langsam hier hinten das Ganze auch anlaufen. Genau, die produzieren jetzt und die Kollegen hier produzieren jetzt auch wundervoll. Dann läuft das auch an. Stahl liefern. Muss hier hoch. Das sollte eigentlich automatisch funktionieren, es sei denn, ich habe die Linie noch nicht angepasst. Kann das sein? Nee, Stahl Inka, das läuft. Da muss nur entsprechend auch erstmal was abgeschickt werden. Warten. 5 Stahl. Ja gut, das heißt, sobald die nächste Stahllieferung eintrifft, sollte das eigentlich gehen. Was hast denn du? Du hast Vieh dabei, okay. Gut, also der Stahl sollte sich jetzt auch so nach und nach dahin verteilen. Hier liegt auch ein Haufen. Ne, hier liegen ein Haufen Steine. Primär erstmal. Und ein Haufen Vieh. Was ist denn das hier? Das ist aber Stahl. Ach nee, das ist Vieh. Alles klar. Gut. Na gut, okay. Dann schauen wir mal. Aber eigentlich müsste das jetzt ganz von allein sich ergeben. So, wir müssen mal den Hafen umbauen, denn ich brauche vermutlich größere Fahrzeuge im Weg. Ich brauche größere Docks, weil ich brauche größere Schiffe, ansonsten kann ich nicht alle Materialien abholen. Dann wird das nichts. Eine Teilaufgabe haben wir ja jetzt schon geschafft und ich möchte das jetzt trotzdem noch entsprechend abschließen. Jetzt muss mal gucken, dass das nicht zu schnell wieder reserviert hier. Wieder ein Fahrzeug im Weg. Wo denn? Ah, da kommt's. Und das nächste kommt da hinten. Sollten wir das hier mal stoppen. Sonst wird das nämlich nichts. Ich krieg einfach nicht alle Arten von Material unter. Die Schiffe sind immer randvoll und dementsprechend klappt das eher nicht so gut an der Stelle. Das heißt, ich brauche hier definitiv große Docks. Ah, der Kollege könnte jetzt langsam mal abzischen hier. Wobei, ich könnte den Dock auch einfach hier ransetzen. Die großen Schiffe dort hin. Da müssen wir gucken. Diese Linie muss dann im Grunde Linie mal verwalten. Palma Abzweigung muss auf 2. Und Festlandhafen hat schon große Docks, ja, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ja, ja, das sind schon große. Sehr schön. Dann können wir auf jeden Fall die Fahrzeuge hier upgraden. Jetzt passt das auch. Die Tanker lasse ich, wie sie sind. Das reicht auf alle Fälle.
aber der Rest hätte sonst jetzt nicht geklappt. So, jetzt heißt es wieder einen Moment warten, bis der Rest ja auch noch abgeschlossen ist, denn ja, eine der beiden Teilaufgaben ist ja schon erledigt. Ja, sprich, Plastik haben wir schon. Die Deutschen sind glücklich und wir warten weiter. So, wir haben die Werkzeuge. Unterkünfte machen Mallorca zum Eldorado für Sonnenhungrige aus ganz Europa. Sorge dafür, dass keine Wünsche offen bleiben und deine Kassen ordentlich klingeln. Erfülle die Bedürfnisse deiner Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie haben ganz unterschiedliche Vorlieben. Herr und Frau Schweizer haben es überall am liebsten wie zu Hause. Möglichst ruhig und reinlich. Im Ausland gehen sie gerne einkaufen. Shopping nennt sich das. Gut, Waren müssten automatisch kommen. Es wird stets behauptet, Deutsche seien so anspruchsvolle Gäste. Dabei sind sie mit wenig zufrieden. Sie mögen Autobahnen und Schnaps. Das sollte sich auch automatisch verteilen, der Alkohol, weil an sich liefern wir ja schon Alkohol. Und das müsste eigentlich auch von allein gehen. So, Erreichbarkeit, Privatverkehr ist alles schon gut. Menschen aus Österreich sind an ein gutes öffentliches Verkehrsangebot gewöhnt. Und an Schnitzel. Lebensmittel in die Stadt liefern, machen wir ja auch schon. Ja, das haben wir ja jetzt schon angeleiert. Das heißt, auch dieser Teil der Mission müsste eigentlich sich jetzt ganz allein einstellen, weil wir haben einen Knotenpunkt, wo alles verteilt werden kann. Mallorca versammelt einige historisch wertvolle Kulturdenkmäler. Die schauen sich die Deutschen zuweilen gerne an, bevor sie sich an den Strand begeben. Nur leider sind die Bauten den Emissionen des Meerverkehrs ausgesetzt und daher zusehends im Verfall begriffen. Unternimm etwas. Bei gleichbleibender Belastung lässt sich der Verfall der Gemäuer nur durch kontinuierlichen Unterhalt abwenden. Und das kostet. Die einzige Alternative ist es, die Emissionen zu verringern. Das werden wir mit der aktuellen Infrastruktur wahrscheinlich nicht schaffen, die Emissionen zu verringern, deswegen Geld zahlen. Die Bauten der Insel müssen aufwendig restauriert werden. Und wenn das letzte Gebäude auf Vordermann gebracht worden ist, stehen beim ersten schon wieder neue Arbeiten an. So, also das mit den Waren funktioniert auf jeden Fall. Wir müssen nur gucken. Also normalerweise müsste auch... Ach, warte mal, das ist Treibstoffe hier. Könnte ein Problem sein... Da müsste man auf die Treibstoffe-Linie mal noch ein paar mehr LKWs draufpacken. Mit einer rechtzeitigen Intervention ist der dauerhafte Erhalt der historischen Bauten gesichert. Die Deutschen machen fleißig Fotos. Gut. Mal noch ein paar LKWs mit auf die Linie, die auch ja, Waren... Nee, warte mal. Nee, Waren gehen nach erst nach Arsenal. Alkohol muss hier hin. Ja, müssen wir trotzdem mal noch 4 LKWs oder so kaufen, die auf die Linie hier gehen. Auf die Treibstoff. Ach so. Nee. Dann machen wir das anders. Die Fahrzeuge klonen wir nochmal und legen aber eine neue Linie an. Und zwar brauchen wir Alkohol. Den gibt es hier oben. Hier kommt der an. Es wäre aber, glaube ich, sinnvoller, den direkt hier abzuholen.
Ja. Da geht halt nicht so viel Alkohol mit zurück, aber letztendlich ist das definitiv effizienter an der Stelle. So, und dann brauchen wir hier mal noch eine LKW-Ladestelle. Ah, toll, jetzt ist das Stück Straße da zu lang, also bitte. So. Alles gut, jetzt ist es nicht mehr zu lang, jetzt passt das. Und dann brauchen wir die Linie dafür. Und zwar von hier fahren wir hier ran. Und das ist dann LKW, Alkohol nach Palma. Was ist denn das hier jetzt wieder? Na, die kann weg, die ist leer. Und da kommen jetzt, wobei da reichen dann eigentlich auch vier, ne? Dann können wir. Ach, da reichen zwei auf der kurzen Strecke. Die hier können wir alle verkaufen. Ja. Yeah. Und die schicken wir auf Alkohol Palma. Sollte auf jeden Fall gehen. Und dann können wir hier mal den Zug umrüsten. Die Lokomotive darf bleiben. Cargo. 1, 2, 3, 4, 5. Zu 1, 2, 3. Gut. Das müsste auch passen. Dann kommt auch der Alkohol und ja, die Lebensmittel gehen von allein nach Inka. Das sieht gut aus. Es ist offiziell bestätigt. Mallorca ist das beliebteste Ferienparadies von ganz Europa. An den Stränden braten blasse Teutonen, bis sie knusprig sind wie Schnitzel. Und du hast all dies erschaffen. Tja, und mit dieser schönen Dankesrede ist wieder eine Mission in Transport Fever 2 abgeschlossen. Und beim nächsten Mal werfen wir uns dann ins nächste Abenteuer. Ich meine, wir gehen jetzt ins Kapitel 3. Das dürfte die letzte Mission des Kapitels 2 gewesen sein. Ich bin gespannt, ob der Schwierigkeitsgrad, insbesondere was die Finanzen angeht, vielleicht doch noch ein bisschen anzieht oder ob es so einfach bleibt. Bisher war es zumindest in der Hinsicht relativ leicht. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!